Moin Leute. Ja, okay, gut, wunderbar. Moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play CrossCode. Ich bin's wieder, euer Justin, und ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Und ja, ich habe dieses Indie-Spiel schon vor einiger Zeit entdeckt. Und eigentlich wollte ich warten, bis es das Spiel aus dem Early Access raus ist. Aber als ich letztens im Angebot gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Ich habe es angetestet und dachte mir, Gott, das Spiel ist so schön, ich möchte unbedingt weiterspielen. Und daher ist es ein Projekt, worauf ich sehnsüchtig gewartet habe, dass ich es unbedingt machen kann. Und ja, es ist ein wunderschönes Spiel, das ein bisschen an vergangene Zeiten angelehnt ist mit dem RPG und dem 16-Bit-Style. Das Kampfsystem ist wirklich sehr schön und Rätsel auch sehr, sehr fordernd manchmal. Also trotzdem diese Schwierigkeit von den alten Spielen, und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Es ist von einem deutschen Entwicklerstudio. Das sind, glaube ich, nicht viele Leute. Das sind nur eine Handvoll Leute, glaube ich. Vielleicht auch zwei Hand oder drei Handvoll. Müsst ihr mich nochmal informieren. Aber ja, das ist aus einem deutschen Entwicklerstudio aus Saarbrücken. Und ich würde sagen, bevor ich hier jetzt so viel Zeit verschwende, auch wenn dieser Startbildschirm wirklich sehr, sehr schön aussieht, würde ich sagen, starten wir direkt in das Spiel CrossCode. Auch wenn es noch in Early Access ist. Also quasi die Beta. Es hat auch einen RPG-Charakter, weshalb ich nicht weiß, ob ich wirklich in der Lage bin, alles so gut zu kommentieren. Weil RPGs zu kommentieren ist schwierig. In meinen Augen, finde ich. Weil man einfach, naja, eine Menge Gesprächsstoff braucht. Ich weiß, dass du mich hörst. Wo ist er? Shizuka, ich muss dich bitten zu gehen. Also haltet ihr ihn hier fest. Was glaubt ihr, was ihr tut? Die Zeit ist knapp. Wir haben keine andere Wahl. Ihr entführt also einen Todkranken und lasst ihn bis zum letzten Moment arbeiten? Ich werde ihn wieder zur Vernunft bringen. Kommt ihr mit mir nicht in die Quere. Shizuka, tu es bitte nicht. Ja, und hier sind so kleine Dialoge, die unten mal angezeigt werden. Und ich glaube nicht, dass ich alle diese vorlesen werde. Weil sowas mit verschiedenen Stimmen und Stimmenverteilung und so, das geht auch ein bisschen auf die Stimme, ja? Tut mir leid, aber ich kann dich nicht weitergehen lassen. Deshalb wird es auch nur ein Video am Tag hiervon geben. Also insgesamt drei Videos die Woche. Ne? Okay. Ach ja. So war das. Wunderbar. Ja, und es geht auch direkt los. Wir werden hier in diesem Tutorial in das Kampfsystem eingeführt. Damit wirst du nichts erreichen. Ja, ich spiele es mit Controller. Man kann es auch mit Tastatur spielen. Und Maus und Tastatur. Wie wir später sehen werden, warum Maus. Aber das kommt dann zum gegebenen Zeitpunkt. Jetzt erstmal prüfen wir uns hier durch dieses Tutorial. Du weißt, dass er es auch will. Sicher, das würde dir gefallen. Du willst scheinbar nicht hören. Kälte-Elementar? Sehr einfallsreich. Ja, scheinbar gibt es hier auch mehrere Elementare. Auch wenn wir damit wahrscheinlich erst später in Kontakt treten werden. Schwach gegen Hitze. Wie überraschend. Und das Spiel hat einen tollen Humor. Guter deutscher Humor halt, ne? Was haben Sie? Wenn du ihn jetzt störst, wird all seine harte Arbeit umsonst sein. Tu das nicht. Und? Es hätte erst gar nicht geschehen sollen. Okay, das reicht jetzt. Du weißt nicht, was Schluss ist, oder? Pass genau auf. Aufladen. Und loslassen. So viele Gegner in den Weg werfen, wie du willst. Die Levelgrenze ist hier nicht gerade auf deiner Seite. Ja, und das Spiel ist nicht komplett in Deutsch, also noch nicht. Aber wenn es von einem deutschen Entwicklerstudio ist, haben sie sich darauf konzentriert, dass es Englisch ist. Wie es bei Indie-Games nun mal so ist. Und
Ja, deshalb sind noch nicht alle Textpassagen in Englisch, gerade zum Ende, noch nicht auf Deutsch, gerade zum Ende hin. Deshalb wird wahrscheinlich irgendwo der Punkt kommen, wo ich erst mal kurz überlegen muss, um zu übersetzen und erst dann. Oh, ich kann. Nee, ich kann das Element nicht wechseln. Okay, schade. Habe ich auch nicht, okay. Ja, deshalb werde ich irgendwann übersetzen müssen, aber ich werde es dann zu gegebenen Zeitpunkt schon irgendwie hinkriegen. Oder bis dahin ist das Spiel schon so weit fortgeschritten, dass alles auf Deutsch übersetzt ist. Ist halt immer noch Early Access, aber täglich dran gearbeitet. Satoshi. Nee, Satoshi. Schwester. Was denkst du, was du da machst? Du kannst in deinem Zustand nicht arbeiten. Du solltest dich besser ausruhen. Wieso sollte ich ruhen, wenn meine Zeit ohnehin gekommen ist? Ich muss mein Werk vollenden. Das ist meine letzte Pflicht. Ich habe dir doch von der Abmachung erzählt. Ich beende es und dann werden sie dich in Ruhe lassen. Nein, ich will das nicht. Satoshi, hör auf. Es ist vollbracht. Shizuka, es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass du darin verwickelt wurdest. Versprich mir bitte, dass du verschwindest. Bitte. Das wäre dann. Ja. Heilige Scheiße. Und damit herzlich willkommen zu CrossCode noch einmal. Dann haben wir das Tutorial durch, das nicht wirklich sehr lange ging, weil das. Na gut, es war ein Mini-Tutorial, ne? Jetzt kommt noch mal ein bisschen mehr Tutorial. Und Ladezeiten. Warum habe ich auf einmal so lange Ladezeiten? Also beim Anspielen, da habe ich nicht so lange Ladezeiten gehabt. Das kommt mir ein wenig seltsam vor. Aber okay. Okay, so soll es sein, so soll es sein. Der lädt und er lädt. Aber es ist eine schöne Ladeanimation. Auch so simpel wie sie auch ist, die ist sehr, sehr schön. Initialisiere Avatar. Da bist du ja. Da bist du ja. Initialisierung erfolgreich. Ein Problem mit der Sprachsynchronisation? Anscheinend. Irgendwas muss dir schief gehen. Aber du verstehst mich, richtig? Okay, es wird schon irgendwie klappen. Du weißt wahrscheinlich nicht, was vor sich geht. In Ordnung. Lass uns klein anfangen. Erinnerst du dich an VRP? Virtual Ricochet Project Time? Bälle? Okay, du scheinst dich zu erinnern. Kana, wir sind soweit. Starte bitte die Trainingssequenz. VHPs sind deine grundlegenden Werkzeuge. Sie sind quasi wie Bälle. Triff also zuerst alle Roboter mit einem VRP. Also, schieß los, oder er. Wirf. Keine Lust auf schlechte Wortwitze. Das. Naja, okay. Gute Arbeit. Naja, nur um sicher zu gehen, lass uns noch mehr Roboter bewerfen. Nur mit größerer Distanz. Eine Anmerkung zu VRPs. Sie werden nicht von der Schwerkraft beeinflusst. Also egal wie weit du wirfst, VRPs werden nicht auf den Boden fallen. Okay, das ist gut zu wissen. Na komm. So, so. 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 Und deshalb kann das man auch mit Maus und Tastatur spielen. Deshalb. Sehr gut. Okay, als nächstes aktivieren wir den Charge-Mode. Charge-Mode aktiviert. Du aktivierst aufgeladene Bälle durch längeres Ziehen. Lass es uns sofort testen. Der Charge-Mode erlaubt es, dir größere VRPs zu werfen. Aufgeladene VRPs prallen zudem von Wänden ab. Ziele. Wie du siehst, kommt daher der Name. Durch aufgeladene VRPs kannst du dieses Ziel mit dem roten Kreis treffen. Kein Problem, oder?
Ja, also treffe Gegner mit dem roten Kreis und vermeide die Gegner mit dem X. Ziel ist eine rote Linie, siehst du, um einen aufgeladenen Ball zu werfen. Und zwar so. Und das sind quasi die Rätsel dieses Spiels. Gut, genug VIP-Übung. Lass uns dich wieder auf den festen Boden bringen. Carla, wir sind hier fertig. Du kannst die Schwebesequenz beenden. So. Grüß dich, Kleine. Grüß dich, Kleines. Sei in unserem gemütlichen Frachtraum willkommen. Ich heiße Carla. Schön, dich kennenzulernen. Du bist wohl schüchtern, was? Es gibt Probleme mit ihrer Sprachsynchronisation, allerdings versteht sie uns zumindest. Sag bloß, können wir das beheben? Ich weiß es auch nicht. Ich werde einen Blick darauf werfen. Egal, ich bin sicher, wir verstehen uns auch so irgendwie. Wortlose Kommunikation und so. Gut so. Trotzdem, ich würde schon gern deinen Namen wissen. Sergei, kannst du aushelfen? Sicher. Ihr Name ist Lea. Lea? Ein hübscher Name. Ja, dann Lea. Kannst du losgehen? Wir müssen dich für das, was kommt, in Form bringen. Du weißt schon, Bällchen werfen und so. Und ich habe da genau das Richtige für dich vorbereitet. Mir nach. Pausenmenü. Ja, hier haben wir jetzt Speichern, haben Optionen. Kannst du Titelbild schon mal zurück zum Spiel. Oben halt noch, ne? Falls irgendein Bug auftritt, dass man da was senden kann. Ach nee, das ist für Typos. Oh, das ist cool. Und weiter geht's. Warum lädt das jetzt so lange? Nur weil ich aufnehme? Finde ich jetzt gar nicht cool so. So gar nicht cool. Ah, es ist noch ein Indie-Game. Sei es ihm verziehen. So. Okay, legen wir los. Hm? Dein Ziel ist es, zur Tür am anderen Ende dieses Raumes zu gelangen. Boah, Gott, ich glaube, ich kriege für sie keine Stimme hin. Ich weiß nicht, ich finde nicht keine für viel Stimme. Ich werde einfach meine normale Stimme für sie nehmen. Deshalb. Lass dich von mir nicht stören. Ich komme nur mit und passe auf dich auf. Naja, ich könnte dir ein paar Tipps geben, wenn du mich ganz lieb fragst. Ja, kümmere dich nicht um den Visor. Ich brauche es nur, um zu sehen, was du hier alles treibst. Mach dir nichts draus. Wir werden es dir später erklären. Okay, und hier rüber und hier rüber und hier rüber und da runter. Und hier können wir durchschießen durch die Orangen. Und Kisten können wir zerstören. Und so. Das meine ich mit clevere kleine Rätsel. Wusste ich doch, dass es passt. Und so. Und hepp, hepp und ruff da. Jawohl. Aber hätten wir das easy geklärt. Da, 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 da. Wir beginnen jetzt die nächste Übung. Mehr Schalter erwarten dich. Okay. Müssen wir einfach mehrmals hintereinander treffen. Das ist nicht wirklich schwierig. Oder Kisten zerstören, weil Kisten zerstören ist cool. So. So. Ha, endlich, das hier ist mein Lieblingsraum. Hier kannst du mit den Mausrobotern so richtig die Sau rauslassen. Das ist quasi eine Zielübung mit beweglichen Zielen. Viel Spaß. Ja, wie ihr mitbekommen habt, Lea ist eher so ein bisschen der stumme Held dieser Geschichte. Aber es daran liegt, dass sie, naja, hoppala, nicht sprechen kann, auch wenn sie wollen würde. Im Sinne von, naja, ihr habt es ja mitbekommen. Die Synchronisation, ne? Ah. So. Fernkampf an.
Da ist was schiefgegangen und ja, allgemein gibt es noch eine Menge Mysterien hier um Lea, die gelöst werden müssen. Aber das kommt dann im Laufe der Story. Weil ich kann auch noch nichts Genaueres sagen, außer dass Lea in irgendwas verwickelt ist. Aber in was? Habe ich selbst keine Ahnung. So, bam. Dann haben wir die. Und da müssen wir nochmal auf die andere Seite. Okay, wunderbar. Haben wir das. Und dann gönnen wir uns noch den. Und dann haben wir das. Auf jeden Fall bin ich wirklich... Glaube ich wirklich, dass diese Story verdammt viel Potenzial hat. Boah, immer langsam, Mädel. Nur eine kleine Warnung. Hier wirst du auf deine ersten echten Gegner treffen. Und mit echt meine ich, dass sie dich wirklich angreifen werden. Versteh mich nicht falsch, diese Gegner sind sehr schwach, aber dennoch. Falls du doch besiegt werden solltest, willst du einfach hier in diesem Raum neu erscheinen. Das heißt, dass du nicht wirklich in Gefahr bist, also versoll ihn ordentlich dahinter. Einen Moment noch, lass mich das Dash-Modul aktivieren, bevor wir den Kampf starten. Das ist essentiell beim Kämpfen, es hilft dir jederzeit gegnerischen Angriffen auszuweichen. Du hast ihn gehört, aber jetzt geh bitte hier rechts rum, um mit dem Versohlen von hinten an fortzufahren. Okay. So. So, und ja, dieser Dash dient zum Ausweichen und wir können dreimal hintereinander dashen. Danach machen wir einfach nur ein paar Kreise. Oh. Seht ihr? Wir drehen uns einfach nur wie eine kleine prima Ballerina. Und unsere Genauigkeit wird dadurch verschlechtert. Hey Champ, atme mal für eine Sekunde durch. Es wird Zeit, deinem Arsenal etwas mehr Schärfe zu geben. Mit Klingen! Oh Gott, war das schlecht. Ich sehe, ich habe deine Aufmerksamkeit. Sergei, bist du soweit? Ja. Virtual Proximity Impact bereit. Klasse, mit diesen Nahkampfangriffen, genannt VPI, kannst du schnell mehrere Ziele gleichzeitig aus dem Weg räumen. Aber natürlich nur solche, die dir sehr nahe sind. Alles klar? Messerscharfer Verstand. Fang erst mal damit an, uns den Weg freizuschlagen, ja? Gott, so schlechte Wortwitze. So, wunderbar. Warte noch mal eine Sekunde. Ich weiß, jede ruhige Sekunde ist ein verschwendeter Schlag. Du solltest allerdings wissen, dass deine Schläge genug Kraft haben, um feindliche Angriffe zu unterbrechen. Also kannst du deine Gegner verprügeln, ohne ihnen die Chance zum Konter zu geben. Klingt gut, was? Was? Also schnapp sie dir. Jawohl, Milord. Und Angriff unterbrochen. Jawohl, wunderbar. Und weiter geht's. Das ist pretty straightforward hier noch. Also wirklich schwer kann man das nicht nennen. Hoppala. Schön, dass man sieht. So. Und du hast Ziel erreicht. Glückwunsch. Im Ernst, Mädel, das ging schnell. Fast so, als ob du die Grundlagen nie vergessen hast. Oje, du wirkst immer noch so verwirrt von allem. Ich denke, es ist langsam Zeit, dass wir die Umstände erklären. Darauf kannst du wetten, aber lass uns vorher noch eine kurze Pause machen, okay? Ich muss dem Captain noch Bericht erstatten. Er will Lea ebenfalls treffen. Gute Idee, lass Jet lieber nicht zu lange warten. Komm schon, Lea, hier geht's lang. Jawohl, ei ei, Captain. Wobei, nein, ich bin der Captain. Ich bin der Captain, schwarzer Fuchs. Muahahaha. Was sagt eigentlich die Zeit? Also im Sinne von, wie spät es ist. Ich muss ja heute noch was freischalten. Okay, weiter geht's. Kühlraum und hoch. Okay, ab auf die Brücke. Ach ja, Lea, keine Sorge, wenn der Captain ein wenig krummelig wirkt.
Das ist einfach seine Art. Okay. Oh nein, Steam Overlay wird aufgenommen, das hasse ich ja. Cap, melde mich mit einem Bericht. Nun gut, fahrt fort. Die Einweisung, ein Kinderspiel. Hier ist der Avatar, Lea ist ihr Name. Ei, das Mädel ist schwer zu übersehen. Ich hoffe, du hast mein Schiff mit deinen Hörnern nicht beschädigt. Warte, sag bloß nicht, dass du diese Hörner erst jetzt bemerkst, Lea. Wie auch immer, denk daran, deine Unordnung in den Frachträumen zu beseitigen. Jawohl, Cap. Ich hoffe, Sergei ist zufrieden. Ist er anwesend? Jep, lass mich nur schnell dein Headset anschließen. Sei gegrüßt, Jet. Mein alter Freund, lang ist es her. In der Tat, wie ich sehe, schwörst du immer noch auf dein Jetpack. Du weißt, dass ich die Meere nie ohne die bald Betty bereise. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr zwei werdet eure Reise bald fortsetzen. Ein Avatar an Bord bringt Unglück. Natürlich, es wird nur ein kurzer Aufenthalt bleiben. Mensch, Cap, was für eine Begrüßung soll das sein? Ich dachte, wir reden hier mit Jet, dem früheren VRP-Duel-Champion. Tag für Tag erzählst du uns von deinen Heldentaten aus der alten Zeit. Wie wär's, wenn du Lea wenigstens eine kleine Lehrstunde geben könntest? Ihr wollt mir sagen, dieses kleine Girl sei bereit für einen Kampf? Oh, darauf kannst du wetten. Nun gut, wir werden sehen. Kommt später darauf zurück. Alles klar. Nun denn, wir sind hier fertig. Du kannst der Kleinen das Schiff zeigen, aber mach keinen Unfug. Zu Befehl, Captain. Das klang gerade ein wenig sehr falsch. Komm, Lea, Zeit für etwas frische Luft. So, Ladebildschirme sind toll. Ich liebe Ladebildschirme. Habe ich jemals gesagt, wie toll ich Ladebildschirme finde? Ja, gerade so. Gerade diesen hier, der ist so schön. Ich meine, ich finde es wirklich schön, dass er so schön einfach ist. Aber kann er auch ein bisschen weniger dauern. Willkommen an Bord der MS Solar. Was los heute mit mir? Ich glaube, ich muss mal gleich ein bisschen Sauerstoff hier mal zimmern lassen. Sorry, aber es ist ehrlich der Tag. Auf jeden Fall ein sehr schönes Schiff. Schickes Schiff, was? Der Ausblick ist hier schon nett, aber du solltest dir anschauen, was jenseits des Bugs ist. Wir steuern auf Rhombus Square zu, das macht wirklich was her. Nun, warum gehen wir nicht zum Bug und erklären Lea die Lage? Wenn sie Rhombus Square sieht, wird es verständlicher sein, korrekt? Hey, gute Idee, Sergei. Ich meine, wenn er Sergei heißt, dann könnte ich dem ja eigentlich auch eine andere Stimme geben. So ein bisschen Husky, ne? Mir nach, Lea. Okay, da heißt Sergei. Ich will mir schon irgendwas aus dem Hut zaubern, gleich beim nächsten Dialog. Da ist sie, der Avatar! Sie gehört zur Sphäromancer-Klasse. Bitte, wie toll ist das denn bitte? Hm? Das dürfte sein erster Fan sein, Lea. Dieses selbstgefällige Grinsen. Ich finde die Mimik in diesem Spiel wirklich sehr gut gemacht. Also, darauf freue ich mich schon, in weiteren Dialogen diese Mimik begutachten zu dürfen. Hallo Carla, schön dich zu sehen, aber was diese seltsamen Kisten angeht... Ja, ich weiß schon, ich soll hier endlich aufräumen. Aber wie du siehst, muss ich mich im Moment um den Avatar hier kümmern. Ich erledige das im Laufe des Tages, ja? Man sieht sich. Oh, das Gesicht von Lea gerade. Und schon ist sie weg. Sie hat das exakt gleiche schon gestern gesagt. Eine Sphäromancerin, der Wahnsinn. Ach ja, schön. Schön. Ich mag das Spiel wirklich. Ich habe das Spiel wirklich sehr gern. Ich glaube, ich werde eine Menge Spaß mit dem Spiel haben. Wirklich eine große Menge Spaß.
Das war jetzt auch ein großes Spiel. Ich glaube, das soll insgesamt an die 50 Stunden Spielzeit bringen, wenn es fertig ist, mit allen Sidequests. Wenn man bedenkt, wie dumm ich mich anstelle und die Ladezeiten, dann könnte man gut 80 Stunden rauskriegen. Der Bug ist gleich da vorne. Wir müssen allerdings etwas laufen. Folgt mir einfach. Carla, was soll denn eigentlich diese ganzen zerstörbaren Gesten in diesem Raum? Ich musste üben, diese Dinger zu benutzen, weißt du? Wahrscheinlich hätte ich das irgendwo anders mal tun sollen. Okay. Schau, Kleines. Ne, so Kleines. Jetzt schau dir das an. Oh, ein wunderschöner Ladebildschirm, ja. Ach, das ist doch toll. Das ist wunderbar. Okay, wo fangen wir an? Wie wär's damit? Willkommen in Crossworlds. Hm? Einen Schritt nach dem anderen, Gala. Lea, erinnerst du dich an das Konzept eines MMOG? Massive Multiplayer Online Game. Ja, natürlich. Hm. In Ordnung. Nun, Crossworlds ist ein MMOG mit einem wichtigen Unterschied. Die Welt dieses Spiels ist nicht virtuell, sie ist real. Alle Spieler sind durch spezielle Avatare mit dieser Welt verbunden. Diese Avatare haben eine physische Form und sind eng mit allen Physinnen des Spielers verbunden. Nee, es klingt eher italienisch als russisch. Moment, ich glaube, ich muss mir gleich einfach mal eine Flasche Wodka von meinem Mitbewohner klauen. Vielleicht geht's dann besser. Oh, du Lea, bist ebenfalls momentan in diesem Spiel eingebaut. Oh, ich? Nein, ich bin kein Spielerin. Ich arbeite hier nur. Um genau zu sein, bist du der einzige Avatar auf dem gesamten Schiff. Ganz genau. Dieses Prachtschiff gehört dem Wartungspersonal von Crossworlds. Das eigentliche Spiel findet auf dem Festland dort drüben statt. Auf dem Playground. Du, Lea, bist hier, weil du keine reguläre Spielerin bist. Du hast dein Gedächtnis verloren und wir versuchen es wiederherzustellen. Oh. Du musst wissen, dass dies nicht dein erster Besuch in diesem Spiel ist. Es besteht die Chance, dass du dich durch dieses Spiel an deine Vergangenheit erinnern könntest. Und deswegen versuchen wir dich so schnell wie möglich auf den Playground zu bringen. Yep, und genau dieser gläserne Palast von einer Stadt ist dein Ziel. Das ist Rhombus Square. Dort starten alle Spieler. Tja, das konnte dich wenigstens etwas aufklären, ja? In Ordnung, wir müssen uns fürs Erste trennen. Ich muss zum Captain gehen und ihm mit deinem Kampftraining helfen. Du kannst dich in der Zwischenzeit auf dem Schiff umsehen, wenn du magst. Die Mannschaft weiß Bescheid, das ist dir bestimmt schon aufgefallen, stimmt's? Du findest mich später beim Captain. Man sieht sich, pass nur auf, dass du nicht ins Wasser fällst, Kleines. Okay. Übrigens, Lea, ich habe mir die Probleme mit der Sprachsynchronisation genauer angeschaut. Ich befürchte, dass ich sie nicht so schnell beheben kann. Ich habe allerdings eine Notlösung gefunden. Ich konnte einige akustische Muster fest in dein Sprachmodul einprogrammieren. Das heißt, du würdest bestimmte Wörter beherrschen. Nee, es klingt schon wieder scheiße. Beherrschen. Das sollte etwas helfen, korrekt? Also, lass ich uns versuchen. Neues Wort. Hi, eingebunden. Hi. Hi! Hi, hi, hi! Es funktioniert. Damit solltest du einige Gespräche mit der Mannschaft starten können. Schau dir auf den Schiff an. Mache ich. Was sagst du? Hi! Hallo, du musst ein Besucher auf diesem Schiff sein, richtig? Kein Grund, schüchtern zu sein. Wir Seebären mögen rau wirken, aber wir sind in Wahrheit sehr entspannt. Willst du wissen, was ich hier mache? Ich überprüfe gerade diese Solarplatten hier. Das sind unsere primäre Energiequelle, also sollten sie vernünftig funktionieren. Andernfalls bewegt sich unsere hübsche MS Solar kein Zentimeter.
Vertrau mir, du willst lieber nicht für längere Zeit auf dem Ozean festsitzen. Scheinbar hat dieser Typ nicht mal bemerkt, dass du ein Avatar bist. Nun ja, das menschliche Aussehen ist ziemlich überzeugend. Abgesehen von der Haarfarbe. Ach ja. Moment, wo kommen wir nochmal hin? Junge, ich weiß, dass du neu hier bist, aber wirklich, du musst das alles etwas entspannter angehen. Was? Nur weil ich mit dem Pustin zu schnell war? Es war doch keine große Sache. Tja, wenn du so weitermachst, wird man es bemerken. Oh, hallo. Du bist dieses Avatar-Mädchen, richtig? Hi. Ich erteile diesem Neuling nur eine kleine Lektion. Ich arbeite hier schon seit 6 Monaten. Bist du sicher, ehe du dich versiehst, wirst du das Ganze tagtäglich von vorne bis hinten schrubben müssen? Ach ja. Wir gucken uns noch weiter auf dem Schiff um. Übrigens werde ich versuchen, möglichst mit jedem Charakter hier zu spielen, weil... zu sprechen, weil die Entwickler mir natürlich schon was dabei gedacht haben. Weil sie jedem Charakter... okay. Die haben natürlich was dabei gedacht, aber... Wenn jeder Charakter seine eigenen Linien hat, man mit jedem Charakter sprechen kann, das ist das Herzblut der Entwickler von RPGs und... Daher, diese kleinen Details, die möchte ich doch wohl sehr genießen. Aber egal, wir haben jetzt eine halbe Stunde rum. Wir können wirklich zu fast jeder Zeit speichern. Hier seht ihr, ich habe schon mal angefangen, eine Stunde 19 gespielt. Und jetzt erstellen wir einfach nur einen Spielstand fürs Let's Play. Und damit ist alles tipptopp. Und ja, ich würde sagen... Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Lea und mir, Crosscode. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Euer Justin. Tschüss.